Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play a Minecraft Windows 10 Edition. Ich habe mich noch mal ganz kurz hier rein verschanzt. Ich werde mal ein paar Stöckchen hier reinhauen, damit wir ein bisschen Fleisch noch uns machen können, damit wir dann noch was essen können. Und Essen ist das richtige Stichwort. Jetzt hat unser Charakter erstmal ein bisschen gefüttert, ja klar. Gefuttert. Und wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen dieses Dach fertig kriegen. Und es dämmert schon. Und jeder, der Minecraft im Überlebensmodus spielt, der weiß, was es bedeutet, wenn es dämmert. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So. Hier komme ich natürlich nicht durch die Blätter. Ich versuche gerade, mir meinen Weg ein bisschen aufs Dach zu bahnen. So. Genau. Okay. Hier hatten wir noch die freie Stelle. Und jetzt geht das schon wieder los. Ist das denn zu fassen? So. Und wir müssen allerdings hier irgendwie was bauen. Ich meine, sonst haben wir ein dezentes Problem. Wir müssen nämlich. Ah! Hilfe, wo sind wir denn? Wo sind wir? Hilfe, Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Hilfe! Nein, wir müssen uns irgendwas basteln. Ach, Strömung, ich verstehe. So. Na Mensch. Och Mensch. Huch. So. Gar nicht so einfach. Okay. Chill doch mal, Spiel. Das kann ja heiter werden, hm? Na toll. Ich meine, ich wollte uns doch nur etwas bauen. Etwas, wo wir höher kommen. So. Dann kann ich nämlich hier was hinsetzen. Und hier hinsetzen. Hier hinsetzen. Wow, Zombie! Zombie-Alarm! Hätte sich wer kann. So, Schwert, Schwert. Na komm, komm nur rein, komm nur rein, komm nur rein. Bums, Bums, Bums. Okay. Gleich mal was essen auf den Schreck. Und unterdessen kann ja auch das Schweinefleisch noch brutzeln. Auch ein Blümchen, wie schön. Mensch, iss doch mal dein Essen. Guten Appetit. Ich glaube, es ist jetzt schon fast ein bisschen zu heiß, wenn wir hier warten. Oder? Naja, wir haben eine. Naja, unsere Herzchenleiste füllt sich wieder. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Na Mensch, ach Mensch. Dankeschön. Ach, ist das anstrengend. So, sind wir schon hoch genug, dass wir hier weiter basteln können? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Wir versuchen. Ah! What? Stirb! Stirb! Hier, Glasblock. Tut auch schön weh. Schwert, Holzbrett.
Hau ab. So. Ist das schlimm, dass man immer gestört wird beim Bauen? Aber sonst wäre es, glaube ich, zu einfach. So, ich habe mir mal hier noch was gebastelt, gemopst. Noch ein bisschen wunderschön Erde. Ach, Erde ist ja so schön. Okay. Ich glaube, wenn uns jetzt keiner nervt, könnte das was werden. So, die Treppe lasse ich jetzt einfach mal so. Ach Mensch! Egal. Wir basteln jetzt einfach mal weiter. Oder gehen hier hin. Von mir aus. Dann müssen wir halt hier hin. Und klar, natürlich fallen wir ins Wasser. Was? Warum? Auch nicht. Hallöchen. Genau, wir hämmern erstmal das hier ab, weil das braucht man nicht mehr. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen Erde, was man dann an diese andere Stelle packen kann. Haben wir eigentlich unsere Tür hier zugemacht? Ja, gut. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Ach, hallo Mond. Ich bin natürlich immer so paranoid und denke, oh mein Gott, wo ist der Zombie? Okay. Es sieht doch schon mal ganz nett aus, das Häuschen hier. Obwohl, wisst ihr was? Mir kommt da noch auch eine Idee für hier. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen. Da ist eine Spinne. Spinne ist auch nicht schlecht. Eine Spinne bedeutet nämlich Fäden und die Fäden können wir als Ressourcen. Oh nein. Oh nein. Das ist doch keine Spinne. Das ist irgendein Typ, der mir nicht gefällt. Der mir ganz und gar nicht gefällt. So. Jetzt können wir hier nämlich eine kleine Art Verbindung schaffen. So. Gar nicht so einfach, sage ich euch. Wirklich nicht einfach. Na Mensch! So. Und ich schaffe das mit der Treppe wirklich jedes Mal, da zu failen. Das ist nicht so schön. So. Ach Mensch. Die Treppe macht mich noch irgendwann fertig. So, okay. Kein Monster weit und breit zu sehen. Und es dämmert schon, okay. Also unsere Nachtschicht jetzt hat sich definitiv ein bisschen gelohnt, glaube ich. Ich will bloß noch ein bisschen anbauen hier, damit wir noch ein bisschen Stehfläche haben und nicht einfach ins, ja, Wasser plumpsen. Wäre nicht so feierlich. So, okay. Jetzt haben wir hier noch diese Stelle. Und schon wieder macht die Treppe natürlich das, was es nicht soll. Von mir aus. Aber jetzt. Okay. Dann haben wir hier die Stelle. Da. Vielleicht muss es. Ach Mensch! Das ist doch nicht wahr. So. Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag einfach nichts mehr dazu. Zu diesen wunderschönen Treppen. Schon wieder. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. So, jetzt bin ich mal ein bisschen zurückgetreten. Also einen Schritt zurückgegangen, ja. So.
Sag, das Dach hier steht. Und hier kann man ja noch ein klitzekleines bisschen Holz hinmachen. So. Keine Ahnung, ob das Gebilde jetzt hübsch aussieht, aber ja. Erstmal müssen wir das wegmachen. Spuren beseitigen, weil das sieht nämlich nicht so schön aus hier. Ich nehme einfach mal gleich die Spitzhacke, da sind wir nämlich ein bisschen schneller. Okay. So. Das kann ja so bleiben. Aber das hier muss definitiv noch weg. Was wir hier versucht haben zu bauen, damit wir dann halt dahin kommen. Ui, jetzt werden wir natürlich ein bisschen weggetrieben. Das ist schlecht. So, jetzt können wir weiter basteln. Das ist schon mal weg. Können wir eigentlich so lassen fast. Ja, lassen wir das. Oder nee. Wir füllen das ein bisschen mit Erde auf. Na, nicht so. Aber so. Und hier noch ein Block. Und da ein Block. Und diesen Block müssen wir wegschlagen. Uah, gar nicht so schwierig. Was erzähle ich denn? Gar nicht so einfach. So, jetzt haben wir es aber. Okay. Der Block ist weg. Sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, oder? Oder wäre das besser gewesen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns eine Reihe hätten schenken können. Das sieht doch nicht so toll aus, wie ich dachte. Na gut, Zeit für eine Korrektur. Naja. Es gibt Schlimmeres. Zombies zum Beispiel. So. Wäre jetzt natürlich nicht feierlich, wenn wir aus Versehen runterfallen. Oh, da ist ein schwarzes Schäfchen. Aber ich denke, das wird schon. Auf jeden Fall, das hier lassen wir. So. Okay. Wir haben den Sprung überlebt. Also wir haben den Sprung geschafft. Ich möchte das Dach doch ein bisschen, also nicht ganz so spitz haben. Deshalb werde ich mal eine Reihe mal kurz außen vor lassen. Also so ist es, glaube ich, kein Problem. Aber das hier mache ich, glaube ich, weg. So. Jetzt noch die anderen Treppchen. Genau. Und wenn wir schon dabei sind, holen wir uns noch ein bisschen Birkenholz. Warum, werdet ihr gleich sehen. Brauchen wir Birke?
Ja, wir brauchen eine Birke. So. Ich glaube, das ist sogar schon genug Birkenholz, was wir gesammelt haben. Gut. Ich denke, dass das hier jetzt annehmbarer ist. Wir springen mal ins Wasser. Plumps. So. Unseren schönen Turm hier müssen wir natürlich wieder einreißen und zerstören. Aber irgendwie nee. Nee, Leute. Das können wir doch nicht so lassen, wie ich dachte. Nee. Nee, nee. Also doch wieder hinschwimmen. Es ist gar nicht so einfach, bis so ein Haus fertig ist. Aber wenn es einfach fertig wäre, wäre es ja wirklich zu einfach. Ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Also tun wir jetzt einfach wieder die Steintreppen hin. Und ich glaube, diesmal habe ich es auch gecheckt, wo ich hinklicken muss, damit die Treppe auch dort ist, beziehungsweise dorthin platziert wird, wo sie hin platziert werden soll. Uah! Baum, du wächst einfach zu schnell. Man muss nämlich ein bisschen weiter unten klicken. Nicht. Ja, klar. Natürlich genau vor meiner Linse. Vor meinen Augen. Nein, Spaß. Man muss etwas weiter unten klicken und dann passt es. So, und wenn wir schon hier oben sind, kann ich auch diesen Turm teilweise zerstören. Und wieso teilweise, werdet ihr gleich sehen. Denn ich habe hier noch was Schönes vor. Eigentlich hätte da ein Block gereicht, aber okay, sei es drum. Genau, wir müssen hier nämlich noch mal ganz kurz ein bisschen Erde hinstellen. Naja, nee, nicht dahin, aber hierhin so ein bisschen. Tsching! Und das Gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Tsching! Wow, Hilfe! Na gut, das kann ja bleiben. Aber das kommt wieder definitiv weg. So, dann haben wir hier nämlich so was Schönes wie ein Eingang. Sieht schon mal richtig nice aus. Genau, die Fackeln müssen wir noch hinsetzen wieder. Genau, eine Fackel hier. Die nächste Fackel hier. Und dann baue ich mir hier sowas wie ein kleines Fenster ein. Zumindest vorne. Ich weiß, hier sieht man da nicht sonderlich viel, dadurch, dass ja das Innenleben auch aus Holz ist, aber ich glaube, für die Optik ist es so natürlich schöner. Ich überlege gerade, ich guck mal ganz schnell hier drüben, wie es aussieht. Dafür muss ich mal ganz kurz mich hinstellen. Ups. So, weil sonst sehe ich nichts. Ja, doch. Doch, das Haus kann sich sehen lassen. Ich bin mir bloß gerade nicht sicher. Hier oben noch eins.
Nee, ich glaube, das würde nicht so schön aussehen. Okay, ich würde sagen, von außen ist das Häuschen fertig. Das ist gut. Da können wir die Erde nämlich wegmachen. Und vor allem diese Erde müssen wir wieder wegmachen, schnell. Denn ihr merkt schon, es wird wieder Nacht. Es wird wieder Nacht. Aber unser Haus ist wenigstens von außen fertig. Das ist gut. Und ich würde sagen, ehe wir uns wieder in die Mine begeben, holen wir uns noch dieses kleine süße Häschen. Dankeschön. Und dann gucke ich mal, ob wir noch was irgendwie finden für die Nahrung. Genau, da ist noch ein Hühnchen. Kleines Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen. So. Okay. Es wird dunkel. Gucken wir uns nochmal das Häuschen von innen an. Wow, Alter! Da ist eine Spinne, ernsthaft? Eine Spinne in unserem Haus. Das ist unser Haus. Aber trotzdem, danke für das Ding. Das hat mich gefreut. Ja, doch, doch, das Häuschen gefällt mir. Ich meine, es ist nicht groß, das ist klar. Aber es ist trotzdem irgendwie gemütlich. Ich überlege bloß gerade, ob wir diesen Boden so lassen aus Stein oder nicht. Ansonsten ist es schon nicht schlecht. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich beende mal an dieser Stelle diesen Part. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und ja, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.